Wir verstehen es immer noch nicht. So we're not supposed to tell anyone what nobody knows. Willkommen zu WatchMojo Deutschland. Heute präsentieren wir dir unsere Top 10 Filme, die immer noch keiner versteht. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns Filme mit seltsamer Handlung an oder mit bestimmten Ereignissen, die Zuschauer selbst Jahre später immer noch verwirren. I can hardly wait. Nummer 10. Under the Skin. Tödliche Verführung. Under the Skin ist vielen Zuschauern unter die Haut gegangen, weil der Film so mehrdeutig ist. Es geht um eine Frau oder etwas, das sich als eine ausgibt, die Männer in Schottland entführt. Die Handlungen der Frau werden nicht erklärt oder wer oder was sie ist, obwohl sie eindeutig nicht von dieser Welt ist. Der Dialog ist spärlich und die Charaktere haben nicht mal einen Namen. I have a place about 30 minutes away. Will you come with me there? Under the Skin hat aber durchaus eine Message, denn die meisten Kritiker sind sich darüber einig, dass es sich um ein umgekehrtes Beuteschema handelt. Der lüsterne, begierige und meist rücksichtslose Mann wird hier zum Opfer. Und auch das Thema der reinen physischen Anziehung wird hier angesprochen. Nummer 9. American Psycho. Did you know I'm utterly insane? In American Psycho geht es um Patrick Bateman, einen oberflächlichen Geschäftsmann, der unter seiner normalen Fassade ein verdrehtes, verdorbenes und mörderisches Monster verbirgt. Er beneidet die Visitenkarten seiner Kollegen und entfesselt seine verdrängte Wut an Frauen, Tieren und einem seiner Rivalen. Doch das Ende stellt alles auf den Kopf, als sich herausstellt, dass Batemans Rivale, den er brutal getötet hat, eigentlich quicklebendig und gesund ist. I killed Paul Allen. And I liked it. Der Zweifel wird verstärkt, als klar wird, dass Batemans Laptop mit gewalttätigen Bildern gefüllt ist. Ein Hinweis darauf, dass einige, wenn nicht alle seiner Taten, nur in seinem Kopf stattgefunden haben. Aber wo ziehen wir hier die Grenze zwischen Realität und Fantasie? Das Publikum fragt sich immer noch. My pain is constant and sharp. And I do not hope for a better world for anyone. Nummer 8. Synecdoche, New York. Everything is more complicated than you think. You only see a tenth of what is true. Der Filmemacher und Autor Charlie Kaufman ist bekannt für seine ungewöhnlichen Geschichten. Aber Synecdoche, New York ist am verwirrendsten. Der Film zeigt einen Dramatiker, der seinen körperlichen und emotionalen Aufruhr durch sein Stück kompensiert, das sich in sein wirkliches Leben einzublenden beginnt. Kulisse wie auch die Schauspieler, die ihre Figur spielen, ändern sich im Laufe des Stücks und des Films. Yeah, here we are for the moment alive. Each of us knowing we're gonna die. Each of us secretly believing we won't. Den Überblick zu behalten ist daher schwierig. Doch ein Teil des Titels, Synecdoche, bedeutet ein Teil, der das Ganze repräsentiert. Also ist Austauschbarkeit irgendwie der Punkt. Jeder ist jeder und überall ist überall. Zumindest glauben wir das, dass es das bedeutet. Sag du es uns. I won't settle for anything less than the brutal truth. Nummer 7. Donnie Darko. You can't just lump everything into these two categories and then just deny everything else. Southland Tales, der ehrgeizige Film von Richard Kelly, gilt als der unverständlichste im Repertoire des Regisseurs, während die Verworrenheit von Donnie Darko wohl etwas zugänglicher ist, falls das Sinn macht. Der Film zeigt die gleichnamige Hauptfigur, die über einen Monat lang von einem Mann in einem Kaninchenanzug geleitet wird, um das Ende der Welt abzuwenden. Why are you wearing that stupid bunny suit? Donnies Umgang mit seinen Freunden und seiner Familie ist recht normal, aber es gibt keinerlei Erklärung dafür, warum das alles passiert, zumindest nicht in der Kinofassung des Films. Der Director's Cut allerdings verdeutlicht das Zeitreise-Element und wenn du den Film verstehen willst, schau dir auf jeden Fall diese Version an. I just don't see the point in crying over a dead rabbit. You know, who never even feared death to begin with. Nummer 6. P. System im Chaos. Everything around us can be represented and understood through numbers.
Psychologische Thriller sind bekannt für komplizierte Handlungsstränge, die schwer zu verstehen sind. Aber selbst nach den Maßstäben des Genres ist Pi unglaublich schwer nachzuvollziehen. Pi ist das Debüt des Regisseurs Darren Aronofsky. Es geht um Max, einen Zahlentheoretiker, der auf eine verworrene Reise geht durch seine Obsessionen mit einer scheinbar göttlichen Zahl. Max leidet unter Paranoia und Halluzinationen. Grenze zwischen Wahnvorstellung und Realität ist daher sehr zweideutig und das wird auch bei dem eher vagen Ende deutlich. Something's going on. It has to do with that number. Der Film untersucht verschiedene religiöse und existenzielle Themen, die, wenn man sie zu all dem mathematischen Zeug hinzufügt, in einem Film gipfeln, der über das Verständnis der meisten Zuschauer hinausgeht. This 216 number. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. Nummer 5. Cloud Atlas. The Atlas, I believe. The only thing I have done in my life that has value. Die Wachowskis sind nicht gerade für Klarheit in ihrer Arbeit bekannt, aber diese Adaption lässt ihre anderen Werke einfach erscheinen. Cloud Atlas ist eine ehrgeizige Science-Fiction-Geschichte, die über Jahrhunderte hinweg erzählt wird. Es geht um mehrere Handlungen und Charaktere, deren Leben miteinander verbunden zu sein scheinen. Zumal die Schauspieler unterschiedliche Rollen in den Geschichten spielen. Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Es ist unklar, ob es sich um Reinkarnationen handelt. Und einige der Geschichten werden als fiktiv im Zusammenhang mit anderen Segmenten bezeichnet. Daher gibt es viel Unsicherheit darüber, was real ist. Quervernetzung scheint das Hauptthema zu sein. Real oder nicht, sie und wir sind alle scheinbar Teil derselben Geschichte. One 24-hour cycle in Papa Songs is identical to every other. Nummer 4. Primer. Did we blow something? Niemand versteht Zeitreisen wirklich. Alles, was wir wissen, ist theoretisch und selbst das ist sehr schwer zu verstehen. Primer zeigt zwei Freunde, die Zeitreisen und die Folgen, die aus ihren Versuchen resultieren, die Vergangenheit zu manipulieren. Typische Zeitreiseverworrenheit folgt. Es gibt mehrere Versionen der Figuren, die einander und sich selbst begegnen, sowie verzweigte Zeitlinien. Auch das Fachjargon ist sehr ausgeprägt, sodass viele Details nur sehr schwer nachvollziehbar sind, wenn man sich nicht mit der Technik auskennt. I don't know of anything that's not gonna leave a gap in the field. But we gotta see what's going on in there. Auch der Nachfolger von Regisseur Shane Carruth, Upstream Color, ist seltsam, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Primer wird der Film, den man sich immer wieder anschaut, in der Hoffnung auf Verständnis. Hey, but what's worse, you know, thinking you're being paranoid or knowing you should be? Nummer 3. The Tree of Life. Don't wanna be thankful for everything you got. Angeblich ist es primär die visuelle Geschichte eines Mannes namens Jack, sowie seiner Kindheitserfahrungen. The Tree of Life ist aber auch mit Bildern von der Erschaffung des Universums und der Entwicklung der Erde durchsetzt. Mit einem spärlichen Dialog und scheinbar zufälligen, aber wunderschön gedrehten Filmsequenzen ist The Tree of Life definitiv ein Arthouse-Film. Und die sind nicht für jedermann. Sie sind oft offen für Interpretationen oder werden als anspruchsvoll bezeichnet. Tell us a story from before we can remember. Entweder ist es pompös, Dreck oder eine brillante filmische Stellungnahme zur Universalität der Existenz oder beides. Wir werden wahrscheinlich nie eine endgültige Antwort darauf haben. Think about it. Nummer 2. Eraserhead. There's a baby. It's at the hospital. Mom! Wir hätten unsere Liste einfach mit David Lynchs Filmografie füllen können. Der Regisseur ist der König des surrealen Filmemachens. Wir glauben jedoch nicht, dass er bisher sein abendfüllendes Debüt Eraserhead übertroffen hat. Zumindest wenn es darum geht, Verwirrung zu stiften. Oh. I don't know much of anything. Es ist die bizarre Geschichte eines Mannes mit wilder Frisur, seiner Freundin und seinem schrecklichen Mutantenkind in einer trostlosen, bedrohlichen Industriewelt. Eraserhead ist ein seltsamer und oft verstörender Film, von dem wir glauben, dass wir ihn nicht verstehen wollen. Davon abgesehen fängt er den Stress der Elternschaft gut ein, auf seine eigene seltsame Art und Weise. Nummer 1. 2001 Odyssee im Weltraum. "2001 – Odyssee im Weltraum" ist ein bahnbrechender Science-Fiction-Film. Eine wirklich seltsame Reise durch den Weltraum. Der Film wird in drei Sektionen präsentiert. Die Geburt der Menschheit, die bemannte Raumfahrt und schließlich an einem seltsamen Ort, den der letzte überlebende Astronaut der eben genannten Reise erlebt.
Alles ist durch einen geheimnisvollen Monolithen verbunden. Die Handlung in 2001 wird in erster Linie durch Musik und Bilder dargestellt. Es geht daher mehr um das Thema als um die Geschichte an sich, obwohl der mittlere Teil ziemlich einfach ist. Here, sir, main level, please. 2001, Odyssee im Weltraum, besticht von Anfang bis zum surrealen und grandiosen Ende. Egal, ob man es versteht oder nicht. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.